Der Samstagmorgen geht schon gut los. Maurice Table, passend ausgeschlafen, muss ich sein. Ich habe vorhin schon den Zuschauern gesagt, wie die erste Frage aussieht. Wie viel Springen hast du mit Lava Levista schon gewonnen? Nicht nur schwerer Kategorie, sondern insgesamt, weißt du es, hast du mitgezählt? Ne, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir mal vor ein, zwei Jahren eine Erfolgsauskunft auf dem Bundesstandard ausdrucken lassen. Da waren es 35 Erstsiege und die anderen insgesamt, weiß nicht, ich schätze das so, ja, die 50, 60 drauf zugeht. Wie ist das Gefühl, wenn man mit ihr sowas angeht? Du kommst ja auch, glaube ich, am besten eigentlich mit ihr klar. Seid ihr so ein Spezialteam? Ja, ich glaube schon. Ich habe sie das allererste Turnier geritten. Die hat noch nie jemand anders geritten. Und ja, ich glaube, wir sind ein super Team und es macht einfach unwahrscheinlich Spaß, mit ihr schnell zu reiten, weil sie ist super wendig und gibt einfach immer alles für den Reiter. Gerade in so einer Halle, wie wir das jetzt hier haben, das sind so Bedingungen, die haben wir normalerweise draußen nicht, von diesen Plätzen, von diesen Größen. Ist das jetzt auch was, wo man sagt, meine Güte, das kommt ihr entgegen? Ja, also ich glaube, die Hallensaison ist für sie noch ein bisschen einfacher, weil das alles ein bisschen schneller kommt als draußen, weil sie nicht den größten Galopp hat. Aber hier ist das fast wie draußen, deswegen habe ich heute auch eine Wendung ein bisschen enger genommen, weil sonst hätte es, glaube ich, auch nicht gereicht. Die war nicht schlecht, ne? Das war zur letzten Linie der Rom und dann nochmal vorher, das war nicht ganz einfach. Ja, genau. Ich habe gedacht, gestern hat es knapp nicht gereicht, das wollen wir heute nicht normal haben. Und dann ich dachte, muss ich irgendwas anders machen. Dann blieb da die einzige Chance, ein bisschen enger drum zu reiten, wo vielleicht die anderen nicht so rumkommen, mit ihren etwas größeren Pferden. Das Hause Table kümmert sich nicht nur um den Sport, sondern auch um die Zucht. Nicht nur das Hause Table, sondern du ja auch. Wie sieht's aus, Körvorbereitung? Ja, genau, jetzt waren die Forstwahlen, dann waren wir diese Woche nochmal in Westfalen, haben wir 3 Stück mit. Und in Oldenburg haben wir auch einen mit, der gehört allerdings 4 Jungs, also Pascal von Garel, Jan-Philipp Weichert, Guido Klatsch und mir, den haben wir mal auf Auktion ersteigert. Und der wurde auch angenommen und ja, paar Wochen ist die Körung. Den ihr mal auf der ISI-Auktion gekauft habt, oder welcher ist das? Ja, genau, der ist es. Drücke ich euch ganz fest die Daumen. Recht herzlichen Dank, Maurice Table, danke. Danke.